Hallo Leute und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal Pyromo. Ja, heute mal ein Video, das ich so eigentlich hasse. Ich hasse es, Leute, Ankündigungsvideos zu machen. Sowas schaut kein Mensch an, das interessiert keinen, aber in diesem Fall ist es jetzt fast notwendig. Ich möchte jetzt nämlich im Sommer jede Woche ein Pyro-Video hochladen, am Samstag immer, P1 sehr viel. Und zusätzlich habe ich auf Instagram eine Umfrage gemacht. Wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, dann macht das jetzt gerne, so heiße ich dort. Ihr findet den Link auch unten in der Videobeschreibung und jetzt hier eingeblendet. Schaut da auch gerne mal vorbei und folgt mir, da kommen immer Neuigkeiten. Ich habe dort eine Umfrage gemacht, ob es euch interessieren würde, dass ich Videos über Gewitter hochlade. Wir sind hier in einer sehr gewitterreichen Region. Also ich lebe im Südosten von Österreich, im südlichen Burgenland. Hier der Alpen-Ostrand, der Hochwechsel. Dort entstehen im Sommer sehr häufig sehr starke Gewitter, die auch in unsere Umgebung dann immer reinziehen. Direkt bei uns ist die Unwettergefahr immer geringer, aber in der Umgebung gehen häufig schwere Unwetter nieder, Hochwasser und so weiter. In unserem Ort wurde auch schon Hochwasserschutz gebaut und so weiter. Also da sind immer sehr spektakuläre Unwetterzellen unterwegs. Und ich habe positives Feedback bekommen, ihr hättet Lust, wenn ich Gewitterlagen, also die Entstehung von Gewittern, ein bisschen Sturmjagd mache und so weiter, wenn ich das dokumentiere und praktisch den Verlauf von so einer Gewitterlage ein bisschen euch erkläre, auch ich bin sehr begeisterter ein Hobby-Meteorologe. Ich filme schon seit mehr als 10 Jahren Gewitter, Unwetter und so weiter und bin da einfach immer voll dabei. Man hat hier einen schönen Blick von unserem Haus aus, wie gesagt, nach Westen, hier nach Nordwesten, wo die Gewitter immer entstehen und dann eben aufziehen. Und das ist einfach spektakulär. Jedes Gewitter ist anders und hat was Besonderes. Und ich möchte euch auch ein bisschen dafür begeistern. Also wahrscheinlich werde ich so machen, wenn sich eine Gewitterlage auftut, werde ich die Kamera schnappen und eben laufend den Tag dokumentieren, wie das so geht. Also praktisch einen Vlog machen über den Tag. Und das Dokumentieren sollte es dann doch nichts werden, weil man weiß bei Gewitter nie so genau, wird's was, wird's nichts. Dann werde ich die Aufnahmen einfach verwerfen. Sollte aber wirklich ein interessantes Gewitter zu uns kommen oder in der Nähe sein, dann werde ich was zusammenschneiden und wenn ich halt fertig werde, ein Video hochladen. Und dann könnt ihr euch das anschauen. Und ich werde euch auch ein bisschen die Wolken erklären, was die verschiedenen Wolkenarten so bedeuten. Oder, keine Ahnung, irgend solche Sachen. Also zum Beispiel jetzt hier, das sind hohe Zirruswolken. Wenn ihr sowas seht, also solche Schleier, dann ist das ein Anzeichen dafür, dass schon langsam wieder mehr Feuchtigkeit in der Atmosphäre da ist. Jetzt gerade hat nämlich die Strömung von Ost, von trockener Luft, wieder auf Nordwest gedreht. Jetzt kommt wieder etwas feuchtere Luft und hoffentlich bald der Regen. Es ist nämlich wirklich extrem trocken. Heute haben wir den 24.04. Ihr werdet das Video wahrscheinlich morgen dann sehen, schon direkt. Das werde ich gleich jetzt kurz bearbeiten und hochladen. Also Leute, ich hoffe, euch interessiert sowas. Wenn es euch interessiert, würde mich das natürlich freuen. Wenn nicht, dann schaut einfach die Pyro-Videos an. Also es wird auch Pyro-Videos natürlich geben. Und es kommt ganz darauf an, wie das Gewitterjahr heuer wird. Bislang war es ja noch sehr trocken. Aber Unwettersaison bei uns eigentlich so Mai, Juni, Juli, August, da sind die heftigsten Gewitter unterwegs. Es kann sein, dass einige Videos kommen werden, es kann auch sein, dass nur ein paar Videos kommen werden, je nachdem wie viele Gewitterlagen sich eben so auftun. Alter Schwede. Gut, ja, das war's dann eigentlich auch schon und ich freue mich drauf. Das ist im Sommer immer, ich habe irgendwie so das Gefühl, ein Pyro oder viele Pyros finden auch Gewitter geil. Wenn es blitzt, wenn es laut kracht, das mögen wir einfach. Da ist irgend so ein Kurzschluss da in unserem Hirn drinnen, dass wir sowas geil finden. Und deswegen ja, ist das bei mir eigentlich schon von klein auf, dass ich Gewitter einfach nur liebe. Und wenn sich da was zusammenbraut, dass ich einfach hier stehe, die Kamera aufstelle, das beobachte. Ich werde euch auch immer die Radarbilder und so weiter zeigen, wie man ein Gewitter erkennt, ob sie sich abschwächt, ob es stärker wird, wo es hinzieht und so weiter. Wie gesagt, die Wolkenarten, bla bla bla. Ja, das war es jetzt wirklich. Ist schon genug gelabert. Wie gesagt, ich hoffe, euch gefällt sowas. Wenn ja, lasst es mich jetzt gerne wissen. Wenn ihr Ideen habt noch, was ich noch machen könnte, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich möchte jetzt aber nicht
auf diesem Kanal 5 unterschiedliche Themen behandeln, sondern ich möchte mich wirklich auf Feuerwehr konzentrieren. Und jetzt im Sommer als Ergänzung eben noch Gewitter eventuell. Aber sonst war es das dann auch schon. Ja, gut Freunde, ich wünsche euch was. Kommt gut durch die Corona-Krise. Jetzt haben wir es dann anscheinend eh schon bald geschafft, hoffentlich. Dann wünsche ich euch was. Haut rein, Leute. Wir sehen uns nächste Woche. Da kommt ein Feuerwerk-Video. Welches? Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube nur ein kleines Cut-1-Video mal wieder. Ja, bis dahin, Leute. Danke fürs Einschalten. Ciao, ciao.